Ganz gut. Also, mein Name ist Kiko. Und viele wissen nicht, ich war mal 125 Kilo schwer gewesen. Also in den Worten von meiner Mutter: Kiko, du hast einen Fessack. Ich so. Ja, wirklich, ich hatte Doppel-B, also vorne Brüste, hinten Brüste, oder? Und der Arzt sagt zu mir: Kiko, Sie sind KVK. Ich so: KVK, also kurz vor Klettverschluss. Ich so: Also, wir reden von den Schuhen, oder? Klettverschluss, ihr müsst wissen, wenn ihr so eine Masse habt, dann ist Schuhbinde. Stegenlaufen und Schuhbinde ist so eine rechte Tortur, weil du musst runter, das Fett drückt die ganze Organe zusammen und du bist. Ja, zwei, drei Nahtoderfahrungen gehabt. Also, ich habe meinen Körper verloren, richtig Licht, und dann gesehen, wenn ich am Schuhbinden bin, ich so: Bro. Es ist fertig, hey. Aber Klettverschluss war keine Lösung, weißt du? Ich meine, ein paar Hipsters würden sagen: Oh, Klettverschluss, der kommt wieder. Ich so: Ja, wenn du einen Style hast. Aber bei mir hat es mir noch sauber ausgesehen, oder? Und darum habe ich Sommer gerne Flipflops, Winter, Ackboots, oder? Frühling, Herbst bin ich daheim und habe gegessen. Und dann ist es passiert. Frühling war, ich habe eine kennengelernt. Sie so: Kiko, ein Date und so. Ich so: Ja, ey, was sollen wir machen? Sie so: Gehen wir raus, gehen laufen. So: Okay, was habe ich gemacht? Ich so: Ich kann nicht mit Klettverschluss einfahren, Ackboots, auch nicht aktuell. Was habe ich gemacht? Ich habe es riskiert. Turnschuhe, Doppelknopf, ich bin raus mit der Stadt. Ich am Laufen, alles läuft wie geschmiert. Und dann irgendwie nach einer halben Stunde passiert es. Ich merke, wie sich die Schuhbänder lockern. Links so: Bro, lass mich jetzt nicht im Stich. Ich habe es noch versucht aufzuhalten mit dem Laufen. So. Wenig. Bam! Er geht auf. Was habe ich gemacht? Ja, du, als würdest du es nicht gesehen. Ich am Laufen mit ihr und nach ein paar hundert Metern sagt sie die vier Wörter, die kein Ticken gehören. Sie so: Kiko, deine Schuhbänder sind offen. Ich: Ah, schon. Was habe ich gemacht? Ich habe es riskiert. Ich habe einen SPPW gemacht. Das ist ein Schuhbindpurzelbaum. Vielleicht die Festeren kennen es, oder? Das ist eine Technik. Du musst runtergehen. Sobald dein Kopf den Schwerpunkt erreicht, hast du eineinhalb Sekunden Zeit, um deine Schuhe zu binden. In dieser Zeit kippst du, machst ein Päckchen Purzelbaum und bam, wie ein Kunstturner bin ich da gestanden. Sie so: Kiko, hast du gerade einen Purzelbaum gemacht? Ich so: Gott. Ja, nein. Es war riskant. Also, sie hat mich nachher gefragt, sie so: Kiko, geh mal zu mir. Ich so: In welchem Stock wohnst du? Sie so: Höchparterre. Ich so: Nein, sorry. Du bist drei Stufen zu hoch für mich. Hey. So, danke schön. Mein Name ist Kiko. Bis bald. Schönen Abend noch. Adieu.